Abgeordneter Magister Harald Stephan. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wenn schon so spät, dann muss man nichts mehr toppen, dann kann man ruhig auch was dazu sagen. Ja, es geht hier darum, dass man den Mandatsverlust neu zu regeln. Ganz sehen wir die Notwendigkeit nicht und auch die Notwendigkeit, die Regelung an die der Beamten anzupassen, finde ich nicht unbedingt als sachlich gerechtfertigt, weil es einen Unterschied gibt zwischen einem gewählten Abgeordneten, das ist auch ein verfassungsrechtliches Problem, der ja ein freies Mandat hat und eben vom Wähler gewählt ist, und einem Beamten, der hier eine Funktion hat, die ihm vom Staat gegeben wird. Wir tragen im Prinzip diese Regelung jetzt mit. Wir werden aber sehen, was jetzt wirklich bei der Ausschussbegutachtung herauskommt, denn unsere verfassungsrechtlichen Fragen dazu, bin ich schon gespannt, wie die auch von den diversen Institutionen gesehen werden. Wir sind also hier sehr offen und bedanken uns auch einmal für die Diskussion und auch darüber, dass wir hier an sich einmal so bis zu diesem Kompromiss gekommen sind. Aber ganz gelaufen ist die Sache noch nicht.